einem neuen Video. Und zwar heute das Fazit zu der Spendenaktion. Wenn du neu bist, lass ein Abo da, lass ein Like da. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Also, mein Fazit ist, ich habe gestern, was gestern? Nee, die Woche, habe ich einen der Obdachlosen, dem wir die Sachen gegeben haben, nochmal gesehen, zufällig. Habe ihn darauf angesprochen, meinte so, wie es fand und so, dies und das. Ich sage ehrlich, zur Verteidigung des Mannes, ich werde euch einen Ausschnitt zeigen. Man merkte, dass der Mann wirklich so neben der Spur ist. Also, es geht ihm halt einfach nicht gut so. So, bevor ihr denkt, boah, wieso redet der und so, oder wieso ist er undankbar, oder wieso hat er Sachen weggeworfen oder so. Jetzt hier ist der Mann, dem wir am Samstag die Sachen gegeben haben. Ihr seht es hier. Und er hat immer noch das Paket. Ich frag mal, ob es ihm gefallen hat. Kurze Frage: Hat Ihnen das Geschenk gefallen? Erinnern Sie sich? Am Samstag waren wir hier, haben Ihnen das Geschenk gegeben. Hat es Ihnen gefallen? Eingepackt. Ja. Später. Ja. Und hier sind, hab ich nur. Aber haben Sie sich gefreut? Ja, krass. Ja. Ja, da war ich, dass ihr mit Müll kommt, weil ich so Müll drin. Ja, da ist noch Reiswaffeln, Brot, Feuchttücher sind noch drin. Feuchttücher? Ja, holen Sie ihn mal raus. Ja, die, die sind wichtig. Die brauche ich. Die ja. Ja. Ja, ja. Ja. Und Mundspülung ist auch noch drin. Haben Sie gesehen? Nein, ich sehe doch nicht. Moment, ich hol ihn auch mal raus. Ja. Bist du Mundspülen? Ja. Ja, wir haben uns Gedanken gemacht, was wir ihn holen, also holen könnten grundsätzlich. Ja. Gut. Ich wollte nur kurz, weil ich sie gesehen habe, ich bin gerade vorbeigelaufen, wollte ich fragen, ob es ihnen gefallen hat. Ob sie was. Ob es ihnen gefallen hat, die Sachen, ob sie damit was anfangen konnten. Auf jeden Fall. Gut. Freut uns. Ja. Pullover, ja. Schal, Mütze. Ja. Ja. Gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Kein Problem. Mein persönliches Fazit ist, ich würde es wieder machen, klar, logisch. Die Leute, denen wir es gegeben haben, die waren alle glücklich, die waren alle zufrieden, die haben sich alle gefreut. Also es war wirklich durchweg so für uns ein schönes Erlebnis, für die Leute ein schönes Erlebnis. Kevin hat es im Video auch schon mal gesagt, wir können leider nicht jedem was geben, weil uns dazu halt einfach die Mittel fehlen. Aber man kann versuchen, so. Eine gute Tat am Tag, so, ist schon mal ein Anfang. So, wie ich gesagt habe, kauf den Leuten eine Brezel, eine Banane und dadurch machst du schon so einen großen Unterschied zu jedem anderen, der einfach nur dran vorbeiläuft. Deshalb, das Video von dem Mann zeige ich euch jetzt. Ja. Also ich habe ihm die Sachen dann rausgeholt, Feuchttücher, was er nicht gesehen hatte. So als andere Mundspülung habe ich ihm auch rausgeholt aus seiner. Der hat die Geschenkbox, also dieses Geschenkpaket, was wir hatten, hatte er halt einfach da stehen. So. Und hatte praktisch nur eine Seite aufgerissen. So. Und dann rundherum war es halt noch verpackt. Und innen drin, ich sage euch ehrlich, Leute, da war halt Müll. Das Essen, was wir denen geschenkt hatten, also die Bananen, Salami, Käse und so, war offen, war schon so vergammelt mäßig. Was mich schon geschockt hat, so, weil ich mir dachte, okay, normalerweise, wenn man noch was bekommt, dann geht man damit sorgfältig um. Aber deshalb sage ich so, man kann dem Mann nicht böse sein, weil man merkt, der ist halt wirklich, der braucht Hilfe, so, also wirklich Hilfe, psychisch. Und deshalb, ja, genau. Hab halt in diese Box geguckt, hab gedacht, so, Bro, hier sind noch so viele Sachen drin, so.
Wie gesagt, das Mundwasser war noch drin, die Feuchttücher waren noch drin. Und halt einfach zwischen so Müll, so einfach, da waren dann so andere Kleider drin von ihm, so Socken und so, die halt er nicht mehr getragen hat oder so, oder die er wegwerfen wollte, keine Ahnung. Er hat ja auch im Video gesagt, er wartet darauf. Ich weiß nicht, ob er es im Video gesagt hat. Auf jeden Fall hat er mir gesagt, er wartet, bis die ZKE wieder vorbeiläuft, weil die ja manchmal durch die Stadt fahren oder laufen oder so, wenn die da sauber machen, mit ihren Kehrgeräten oder so, damit er denen den Müll geben kann und so. Und ich dachte mir, Bro, das ist einfach herzerreißend, weil, Dicker, wir sitzen hier und machen uns so Gedanken und so und verschenken dann die Sachen. Und der Mann ist halt einfach nicht mal in der Lage, das so zu realisieren. So klar hat er das mitbekommen und so, hat sich gefreut, aber im Sinne von, dass er weiß, okay, diese Sachen, so ich benutze sie, weil es mir was bringt. Also gar kein böses Blut, dass ich jetzt sage, er ist undankbar oder so, sondern einfach nur, wie traurig es ist, dass er es nicht checken kann. So, versteht ihr, was ich meine? Ich hätte euch vorher ihr bekommt was geschenkt und ihr könnt es, ihr seid nicht in der Lage, das zu handeln. So. Deshalb, das hat mich schon so ein bisschen traurig gemacht. Dann bin ich noch ein bisschen weitergelaufen. Kamen so jüngere Kiddies, meinten so, ey, du bist doch Dave, du hast doch diese Spendenaktion gemacht. Meinte so, ja, so und so, mit dem ein bisschen gelabert, auch Bilder gemacht. Ja, also mein Fazit ist, Leute, hilft, wenn ihr könnt. Wenn es einmal im Jahr ist, hilft einmal im Jahr. Wenn es was Kleines ist, wie eine Brezel, eine Banane, wie gesagt, hilft einmal die Woche, so ist besser als gar nichts zu machen. Denn irgendwann seid ihr vielleicht, Gott bewahre, in einer schlimmen Situation oder in einer schlechteren Situation als jetzt. Ihr braucht irgendwann Hilfe. Jeder braucht irgendwann Hilfe. So. Selbst wenn es nur darum geht, dass ihr, wenn ihr älter seid, dass euch ein junger Mann über die Straße hilft. So. Ihr werdet aber Hilfe brauchen. So. Früher oder später braucht jeder Hilfe. Und Gott sieht alles, deshalb. Tut was Gutes. Es tut euch nicht weh. Es tut der Person erst recht nicht weh. Ihr könnt der Person eine Freude machen. So auf den. Deshalb in diesem Sinne, Leute. Das war's vom Fazit. Schaut euch das Video an. Ja. Das ist das neueste Video nach dem Video hier. Und ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Würde mich wirklich freuen. Wir sind auf dem Weg zu den 4K so langsam. Und ja, in diesem Sinne, stay blessed. Peace out. Kein Wort, beeindruckt, Wave, Coffee, Wave, Coffee.